Vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind zur Einführung zum Abonnementkonzert im Rahmen des Musikfests Atmosphäre. Sie haben in der Ankündigung gelesen, das wird ein Gespräch mit Philippe Lara, der hier neben mir sitzt, und Michael Pelze. Es wird auch ein Gespräch, hoffen wir, zu dritt, aber im Moment ist Michael Pelze noch im Hotel, um sich umzusehen. Wir hatten eine etwas längere Generalprobe. Er kommt bestimmt noch nach und dann finden wir uns rein. Philippe Lara, wir beide werden auf Englisch sprechen. Ich hoffe, Sie können da alle folgen. Ich paraphrasiere zwischendurch die wichtigsten Dinge, damit niemand verloren geht. Oder Portugiesisch vielleicht. Das ist leider keine Option. Ja. I'll just introduce you very short. Philippe Lara ist ein in Brasilien gebürtiger Komponist. Er kommt aus Sao Paulo. Er lebt seit langen Jahren, kann man schon sagen, in den USA, hat verschiedene Preise erhalten, hat für ganz verschiedene Formationen sehr innovative Musik gemacht und er hat heute Abend eine der beiden Uraufführungen zu unserem Konzert beigetragen. Philippe, your piece is called Brutal Mirrors. Brutal Mirror, that's an excellent title. And what does it mean? Oh, thank you. First, it's a real pleasure to be here. I would like to start by thanking Ensemble Moderne for all the support, the Kusevitsky Musical Foundation in the U.S., who was very much key in this in the commission. And you're about to hear some incredible, almost Olympic playing for this absolutely world-class group of musicians. And for a composer, it's a real dream situation to have such virtuoso and such sophisticated musicianship, and the same goes to Dirk, our maestro, tonight. So I'd like to thank everybody for coming and thank the ensemble for such a great opportunity. Brutal Mirrors. As often I start a piece, I will take an idea and I will decompose this idea and see what are all the possible ways that I can get musical ideas or contrasts or situations from that. So the initial image for this piece is a photograph by a very important Brazilian photographer called Mauro Restifi, who I'm very honored to call a good friend of mine. We were colleagues in this artist residency in Umbria called Civitella Ranieri, and we became very close, and I became a great admirer of his piece. You, in fact, can see the photograph in your programs. That is an exposition about post-Soviet Russia, and he revisited places 10 or 15 years apart, I don't recall now, after the end of Soviet Russia. And he compared different monuments in St. Petersburg and Moscow with a gap of time in between. But what struck me was first was the photograph itself, which is a very symmetrical building, which I guess if we see the angle already, this symmetry is put a little bit out of balance. And this very symmetrical and sort of harsh, in the best sense of the word, harsh building is reflected symmetrically in the water with some much more fluid and in the same time distorted image of itself. So this sort of sparked my imagination, and also I found this to be a beautiful metaphor for composition, where in a way, if you we could start sometimes taking a parenthesis, sometimes I start a piece of music like this with some immediate intuitive gesture, and then I'll take a steps back. And then I'll see what is it that I have, and then I try to find structure within that. And there he is.
But other times, often when the piece is bigger, I will start with some sort of set of proportions, some sort of architecture, and then go inside each, let's say, space or each area of the composition, and then be very fluent. I find this back and forth between starting with intuition, finding structure, or starting with structure, finding intuition, sort of a very good elastic activity for composing. So I created some, or started to think about some very general characters in the composition, which maybe we'll follow up in the next question, but things that are small and recognizable, things like a click, things like air, things like symmetry, and then I started to build from scratch. Early in the composition, I don't know where these are, but I know that I want these characters, these contrasts. Gradually, as I compose the piece, they become sort of recognizable motifs, important musical objects or what have you in the piece, and then they sort of start to tell their own story. So, but also back to the quickly back to the symmetry is the idea of on how we can have this sort of architecture, but then mold it elastically and intuitively as we go or as I go about composing the composition. Okay, also in diesem Foto, das Sie, ich werde nicht versuchen, den Namen des Fotografen auszusprechen, das gibt mein rudimentäres Portugiesisch nicht her. In dem Foto, das Sie im Programmheft sehen, sehen Sie ein brutalistisches, poststalinistisches Gebäude in der Sowjetunion, das in einem Fluss oder See reflektiert wird. Und wenn Sie sich die Achse anschauen und das Foto dort falten würden, würden Sie feststellen, die beiden Seiten sind nicht ganz symmetrisch. Es macht aber einen symmetrischen Eindruck. Und dieses Spiel zwischen Symmetrie, aber eben einer nicht ganz präzisen Symmetrie, ist das, was hier in diesem Stück als Inspiration wichtig war. If we look at the piece, just go a bit deeper into it. It's a long piece, it's 27 minutes. So as a means of orientation, could you say something about the overall structure? You already mentioned the materials that you introduced in the beginning, these musical characters like symmetry and click and air. And later in the piece, you have this, you built this bigger sections with the that pick up on these characters. They use these characters as a kind of mirror to reflect materials that we already know in a different light. Or am I completely off? No, you're very much on. Yes, so there are these general characters, and they play themselves out both globally in a sort of each more or less larger part of the piece, focused on one of these characters, but it is sort of put in brutal mirrors against all of the other ones. So maybe a general character of click, let's say, is predominant in a section, but then is confronted with all of the other characters as we go. So we have a situation where every one of these characters is on the foreground, but then also in the middle ground, background, in some sort of very fluid and more or less kaleidoscopic overall aura, which is a metaphor I like for composition. I like to be to sort of put the listener in some whirlwind where it's things are coming at them from different angles. Although there's lots of variety, it's always the same or similar sort of characters and material that keep on coming. Yeah, and I like the idea of using the sections. You have a variation structure in some sense, but these variations very much have the
make the impression as a distorting mirror would, right? Yeah. So, wir haben eine Variationsstruktur in diesem Stück. Wir haben große Sektionen und in all diesen Sektionen kommen die gleichen ungefähr 12 musikalischen Objekte vor. Und in den verschiedenen Sektionen herrschen verschiedene musikalische Charaktere vor. Und alle anderen musikalischen Objekte werden ein bisschen eingefärbt davon. And this has some striking effects in the piece. You have this one character you call, a musical character that you call Just Intonation. And the chords have are very spacious. They have very luminous. And there's a next character, Saturation, where everything is very, very, it's under pressure, right? Mm-hmm. So we have the same chord played with flautando and very, very softly. And it's a beautiful spectral chord over all the registers. And then you have the same notes played with so much pressure that only a shadow of the chord is left. A very loud shadow, but a shadow nonetheless. That was one thing that I found very striking in the composition. And there are a lot of these mirrorings and these distortions throughout the piece. Yes, correct. The saturation for me is a point of breaking, a breaking point. It could be a saturation of register, of you know, low and high. It could be a saturation of timbre, where pitch or chord or notes explode and become noise, and so forth. So in a way, it's the ending point of some sort of process that breaks and then allows the next one to be born. In terms of the just intonation, the sort of object that I had in mind is just intonation mirrors. So again, is there will be some natural, without getting too technical, it's so boring. But natural intervals before the equal temperament that we have on the piano, like essential acoustical intervals found in nature or in physics, mirrored up but also down. So we have this sort of bright sounds going on the top, but also some reflections or shadows of these sounds happening underneath. I'd like to mention maybe one more thing about the idea of broken mirrors. Again, trying to break the title and see what are all of the sort of interpretations I can get. And one is the idea of time, which Mauro in his exposition gets by putting together, 15 years apart, post-Soviet Russia and its objects, and with the images show what happened around this object. So I very modestly started looking at myself and my works that were sort of had any importance to me. And I sort of placed them in new light underneath hidden. So there are many parts of chopped up and stretched or compressed or molded parts of important pieces like both my string quartets, a more or less recent piece for piano, where they are there somewhere, and I'm forced to look at myself in the mirror, like looking in an old photograph from the 80s with the funny hair, and having to do something with this old for me imagery of myself, so dealing with one's own distorted mirror image in the mirror. So I think that's also an important part. Okay. Also wir haben in dem Stück verschiedene Spiegelungen. Ich hatte eine Stelle beschrieben, in der wir einen sehr leuchtenden Akkord haben und der wird mit ganz zarten Tönen gespielt, hat eine bestimmte Struktur, die dazu führt, dass er eine innere Leuchtkraft hat. Und wenn man dann gibt es einen Bruch und der Akkord wird mit sehr viel Druck gespielt von den Streichern und es bleibt von dieser Leuchtkraft nichts mehr übrig. Es ist dann zwar laut, aber wir haben eigentlich nur einen Schatten von dem Klang, den wir vorher hatten. Und solche Brüche, solche Spiegelungen spielen in dieser Komposition eine
sehr große Rolle und sie sind eine Freude, sie zu entdecken. Thank you for this. Michael, schön, dass du da bist. Wir haben ja heute im Rahmen des Musikfestes hier in der Alten Oper steht ja ein ganz wichtiges Werk aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Mittelpunkt, Atmosphäre von Ligeti. Und dein Kompositionsauftrag, das Stück, was wir heute hören, wurde direkt mit Bezug auf dieses Musikfest in Auftrag gegeben. Und es sollte auch einen Bezug zur Atmosphäre aufweisen, dem Stück, das wir mehrfach hier hören können, vom HR gespielt, von den Bamberger Symphonikern. Und du hast dich, du hast gesagt, das ist keine Idee, bei der du das Gefühl hattest, sie wurde dir aufgedrängt, sondern das ist etwas, was etwas anspricht, womit du dich lange schon auseinandersetzt. In diesem Stück gibt es Bezüge auf Atmosphäre. Und es gibt auch sehr große Unterschiede zur Atmosphäre. Magst du dazu was sagen, wie du dich zu dem Stück platzierst? Ja, guten Abend. Ich möchte mich sehr entschuldigen. Ich habe noch ein paar technische Klavierprobleme lösen müssen. Das hat ein bisschen länger gedauert, dann muss ich mich noch kurz umziehen. Entschuldigung für die Spätung. Wegen dem Bezug, das ist richtig. Also die Anfrage ist gekommen mit ein Stück zu schreiben für das Ensemble Modern mit Bezug zur Atmosphäre, wie schon gesagt worden ist. Und es ist ja als Komponist heute, ich weiß nicht, ob Sie das so ein bisschen wissen, ist es relativ gebräuchlich geworden, dass man irgendwie zu einem Festivalthema oder irgendwo rauf Bezug nehmen soll, was auch nicht immer unbedingt inspirierend ist. Aber in diesem Fall war es für mich sehr inspirierend, weil ich Ligeti extrem schätze als Komponist, ist so ein bisschen eines meiner großen Vorbilder, könnte man sagen. Und ich habe auch eine relativ große Arbeit in meinem Studium über ein Stück, nicht über Atmosphäre, aber über ein anderes von Ligeti geschrieben. Und von daher kenne ich ihn, würde ich sagen, genug gut, um darauf Bezug nehmen zu können, ohne es einfach zu kopieren. Weil das kann ein sehr gefährlicher Grad sein, gerade bei einem Stück wie Atmosphäre, wie was eigentlich schon so was wie einen ganz eigenen Klang hat, den man schwerlich einfach so nochmal evozieren kann, ohne dass es einfach eine Kopie ist. Also vielleicht zu den Gemeinsamkeiten von meinem Stück und Atmosphäre von Ligeti folgendes, dass wir hatten gestern schon relativ ausführlich darüber gesprochen, es sind beides eigentlich Klangflächenkompositionen. Also Ligeti hat in dieser Phase 1961 mit diesem Stück, glaube ich, auch so ein bisschen einen Durchbruch geschafft. Okay. Also das Stück ist so ein bisschen wie eine Bombe eingeschlagen, so ein bisschen gleichen Effekt wie Sacre du Printemps damals Anfang des 20. Jahrhunderts in Donaueschingen. Also das Ligeti-Stück ist in Donaueschingen aufgeführt worden. Und das ist auch verständlich, also dass dieses Stück eine ganz spezifische Aura hat. Und mein Stück ist auch eine Klangflächenkomposition. Du bist ein bisschen weg vom Mikro. Ein bisschen weg, ja. Mein Stück ist... Du bist ein bisschen zu weit weg, glaube ich. Zu weit weg, okay. Also mein Stück ist auch eine Klangflächenkomposition, die aber mit anderen Mitteln arbeitet. Also ich habe... im Unterschied zu Ligeti, der eigentlich mit sogenannten Clustern arbeitet, also Cluster ist einfach eine Art Tontraube, also wenn Sie auf einem Tasteninstrument wie einem Keyboard oder einer Orgel oder einem Klavier einfach alle Tasten runterdrücken, schwarze und weiße alle zusammen, dann hat man einen sogenannten Cluster. Und Ligeti hat dann diese Cluster auch ausdifferenziert, indem er gewisse Töne rausfiltriert hat, also ganztönige Cluster gemacht, halbtönige Cluster gemacht, was auch immer. Bei mir ist es so, dass ich im Unterschied zu Ligeti mit einer ganz anderen Harmonik arbeite. Also es ist eigentlich eine Harmonik, die
ist gesagt worden, dass in Frankfurt das Stück in Wien vor Georg Friedrich Haas gespielt worden ist, mit diesen Spektralklängen, also mit diesen Obertonklängen. Ich weiß nicht, ob Sie gerne Bergwanderungen machen. Wenn Sie dann Alphorn hören, dann hört man immer diese Septime, die ja ein bisschen falsch klingt für unsere Ohren, aber eigentlich ja richtig wäre, weil unser temperiertes System ja eigentlich falsch ist. Also das ist diese Obertonskala, mit der ich auch arbeite. Und das macht Ligeti ja überhaupt nicht. Also diese Akkorde, mit denen ich komponiere, mit denen ich arbeite, sind eigentlich ähnlicher zu tonalen Akkorden, ja, und überhaupt nicht ähnlich zu Clustern wie bei Ligeti. Das werden Sie danach sofort hören. Also eine Gemeinsamkeit wäre, dass beide Stücke als Klangflächenstücken gedacht sind, und ein eindeutiger Unterschied ist die Harmonik. Und vielleicht noch eine zweite, wenn wir Zeit haben, noch. Eine zweite Gemeinsamkeit. Ja. Ist noch Zeit, ja. Ja. Also bei Ligeti ist es ja so, ich weiß nicht, ob Sie das, vielleicht Stücke wie Lux Aeterna oder Lontano bekannt sind, da arbeitet er eigentlich mit einer Art von, er nennt das Mikropolyphonie. Ich bringe es jetzt doch ganz kurz. Das sind eigentlich kanonische kompositorische Strukturen. Ich meine, jeder kennt aus der Schule wahrscheinlich Kanons, oder? Jeder kommt kaum um Kanons rum, wenn er mal in die Schule geht. Das muss man irgendwie immer irgendwo singen. Und das ist ja eigentlich einfach, oder? Also man hat, es ist oft einfach ein Akkord, und die Töne in dem Kanon, also die Töne, die bewegen sich in einem Akkord oder zwei Akkorde und sind so komponiert, dass das dann wieder aufgeht. Ligeti hat sowas, hat das Ganze eigentlich so wie eingedampft auf ganz kleine Intervalle. Also bei ihm wäre dann ein Kanon in ganz, ganz engen Halbtonschritten, dass die Stimmen eigentlich kaum unterscheidbar sind, und wenn sie zusammen erklingen, ergeben sie eigentlich wieder einen Cluster, der aber nicht einfach liegt, also die Töne sind nicht einfach ausgehalten, sondern die bewegen sich intern. Und warum das? Ligeti hat immer gesagt, geschrieben ist Polyphonie, und was klingt, ist eine expressiv aufgeladene Klangfläche. Also die Stimmen bewegen sich intern quasi in diesem Klang drin, herum. Das sieht ein bisschen so aus, wie wenn Sie eine Bahnhofshalle, die voller Menschen ist, die sich bewegt, von oben anschauen. Also Sie können eigentlich nicht die spezifischen Bewegungen richtig unterscheiden, aber das ganze Gewebe ist total belebt von innen heraus. Und das ist auch sehr typisch für Ligeti. Das konnte ich nicht verwenden, sonst würde ich das kopieren. Und ich habe dann Sie werden es dann sehen, mit präparierten Klavieren gearbeitet. Die Leute spielen auch mit Angelschnüren in den Klavieren drin. Und das ist eigentlich so, dass die Klangflächenbewegung, oder sage ich mal so diese Mikrostrukturierung der Klangflächen, die erfolgt über nicht vorhersehbare Aktionen im Klavier. Also wenn Leute mit Angelschnüren an Klavierseiten spielen, sprechen die manchmal an und manchmal sprechen die nicht an. Das heißt, ich habe nicht die gleiche Klangsicherheit, wie wenn ich einen Akkord mit 5 Streichern schreibe, wo dann einfach 100% dieser Klang sitzt. Also das ist eine Art von anderer Ausdruck der Akkorde, wenn man so will. Ja. Okay, also du hast ganz andere Strategien sozusagen der Klangbelebung, als Ligeti das hat. Aber du hast jetzt gerade uns ja einen kleinen Kurs gegeben zum Komponieren bei Ligeti. Wir haben diese Klangflächenkomposition in den 60ern, wir haben dann später die Mikropolyphonie, die dazu dient, die Klangflächen so ein bisschen zu beleben und erglühen, ist ein sehr guter Ausdruck, ja, und ausdrucksvoller zu machen. Und dann später wird alles ganz anders. Das Stück, was wir heute von Ligeti spielen, also Atmosphäre können wir natürlich hier nicht spielen, weil das ist ein Orchesterstück. Aber wir spielen ein spätes Stück von Ligeti, und zwar das Klavierkonzert. Das Klavierkonzert ist, glaube ich, das Opus Summum des Ligetischen Spätwerks. Das ist in einer ähnlichen Zeit entstanden wie die Klavieretüden, ein bisschen nach dem Horntrio und vor dem Violinkonzert. Und da kommt ganz viel zusammen, was, wenn wir in die 60er gucken, was Ligeti da macht, fast nichts damit zu tun hat. Es geht um Polyrhythmik, es geht um sozusagen sogar eine Polyphonie der Tempi.
wir haben plötzlich wieder Melodien, wir haben so etwas wie Harmonien, wir haben so etwas wie Skalen. Das klingt erstmal konservativ, als wären wir zurück im 19. Jahrhundert, aber so klingt es, so klingt die Musik überhaupt nicht. So, I'm talking about the piano concerto. You probably guessed that. Michael, wir hatten schon mal gesprochen über das Klavierkonzert und die Frage, wenn man darauf schaut, von außen, and we talked about that as well, the relation between atmosphere and the piano concerto, it's so strikingly different. Or how do you experience it? You can hardly believe that it's the same composer. Yeah, I think any composer is fortunate enough to find one unique thing in their career that, or something really characteristic, to have someone like Ligeti to find it two or three or more times. It's something absolutely striking, not unlike Beethoven. To find something as unique and then become more or less respected for that, and then have the courage and also the intuition and the vision to move forward and find it again and then again, is something absolutely mind-boggling. So yeah, this is true. As I think I understood the 62.5% of what you said. We got the first sort of, he starts with the Bartok early period, and then we get sort of this cluster periods, probably very informed of electronic music. We're not actually doing it, but you know, learning from the revelations of the electroacoustic studio, long tones of oscillators and so forth. Then we get towards the end of this period, I guess, the micropolyphony and the sort of continuum and more or less mechanic music. And then there's sort of not really a return. I mean, this is such a composer that whatever he takes, he really makes it his own. So we have this, we recognize maybe shadows of Stravinsky or even Bartok, but it's just so uniquely not appropriated, but interpreted by the composer. So we have some really unique new uses of sort of clarification of the musical elements. You know, we got melodies that are now very clear, but also you hear two notes, you know it's Ligeti. Same with, you know, harmonies and the colors he uses and you see in the piano concerto. And then the use of rhythm, it's also something absolutely incredible. The drive or the groove, if you will. But then having multiple tempi on top of one another and this sort of kaleidoscopic world that you can really let your ears tune in this density and find all kinds of beautiful music. Yeah. Das fasst jetzt nicht alles zusammen. Wir haben nämlich noch eine Minute, um noch ein Stück zu besprechen. Wir haben ja sozusagen mit deinem Stück eine Referenz an den frühen Ligeti, an Atmosphäre. Wir haben ein spätes Stück aus dem Spätwerk, das Klavierkonzert von Ligeti selbst, das wir heute hören, als Schlussstück des Abends. Und dann haben wir noch ein Stück der in Korea geborenen und jetzt in Berlin, seit langem in Berlin lebenden Komponistin Unsuk Chin, die heute leider nicht hier mit uns am Tisch sitzen kann. Ihr Stück Gugalon ist eine Folge von Vignetten, die ein bisschen an den Spätstil von Ligeti erinnern, aber damit etwas ganz anderes machen und auch expressiv in eine interessante Richtung gehen, die an eine ganz andere Phase bei Ligeti erinnert. Michael, magst du? Ja, also dieses Stück von Unsuk Chin, wir hatten es gestern schon ein bisschen ausführlicher besprochen, also dass ich finde, dass es so ein bisschen in diese Welt von der Oper und Aventure, Nouvelle Aventure verweist, auch ein bisschen diese schwarze Ironie von Ligeti auch, die er dann angefangen hat zu entwickeln, wo man nie so richtig weiß, ist es jetzt lustig, ist es doch sehr ernsthaft traurig, ist es irgendwie bedrohlich, ist es
nicht so ganz ernst zu nehmen, oder ist es sogar viel ernster zu nehmen als ernst zu nehmen? Also so ein bisschen in diesem Bereich geht es mir auch mit dem Stück von Unsuk Chin. Ich weiß nicht, ich möchte nur ganz kurz noch auf das, was der Kollege gesagt hat, dieser Wechsel von Stilen, das ist im Nachhinein, sitzen wir hier und sagen, Mensch, ist ja toll, dass er das alles gemacht hat und dass er immer wieder was Neues erfunden hat. Wenn man im Leben ist und so einen Stilwandel macht, kann das auch gefährlich sein. Also mein Lehrer, Detlef Müller-Siemens, bei dem ich studiert habe, der war Ligeti-Schüler auch, wie Unsuk Chin. Und der hat mal gesagt, nach dem Horn-Trio wurde Ligeti in Darmstadt definitiv die Membership-Karte entzogen oder so. So wie auch Messiaen in den 50er Jahren auch für seine Vision oder seine Klavierstücke ausgelacht worden ist. Also es ist nicht immer einfach, wenn ein Komponist viele Phasen durchläuft, weil die Leute, die sind nicht so schnell mit ihren Ohren, mit ihren Gefühlen da nachzukommen und denken dann immer, jetzt kann er es nicht mehr, oder? So. Hier haben wir aber nur ganz schnelle Ohren im Saal heute. Nur die schnellen Ohren heute da. Nur die schnellen Ohren. Immer nur die schnellen Ohren. Lassen Sie mich noch kurz sagen zum Stück von Unsuk Chin, bevor wir es nur so en passant behandeln. Das ist ein Auftrag des Ensemble Modern gewesen, 2009 im Rahmen eines Projekts, wo verschiedene Komponisten eingeladen wurden, hinaus in die Welt zu fahren und sich inspirieren zu lassen von Orten wie in diesem Fall Hongkong. Und Unsuk Chin hat sich an diesem Ort erinnert gefühlt an ihre Kindheit und ihre Erfahrung da mit dem Straßentheater. Und was wir hier hören, ist sozusagen ein imaginative Straßentheatermusik. Mit einer, es klingt zum Teil fast so, dass man sagen könnte, gibt es da vielleicht asiatische Einflüsse? Das ist aber alles sehr künstlich und sehr doppelbödig und sehr interessant und mit etwas böser Ironie. Ich glaube, das war ganz gut. Schwarze Ironie, sagtest du, das ist ganz gut. Mit etwas schwarzer Ironie. Es hat eine große Theatralik, aber auch eine große künstlerische, musikalische Konsequenz. Und diese Doppelbödigkeit zeigt sich auch ein bisschen im Titel Gugalon. Hat man vielleicht den Eindruck, naja, das könnte doch vielleicht koreanisch sein. Das ist tatsächlich althochdeutsch. Und heißt, so ist das Wort, aus dem später Gaukeln und Gaukler hervorgegangen ist. Also auch da haben wir schon so ein Spiel mit den Erwartungen bei ihr, dass sich das ganze Stück dann durchzieht. Also heute decken wir ein großes Feld ab in unserem Konzert. Ligeti von vorne bis hinten, kann man sagen. Und genau, mit Unsuk Chin und Philippe Lara. Wenn Sie danach noch nicht genug haben von Musikfest Atmosphäre, dann gibt es einen geheimen Salon, den finden Sie im Albert-Mangelsdorf-Foyer. Und dort gibt es heute noch elektronische Musik zu hören von Jung an Tagen, das ist ein Live-Set, und Huang Dan, das ist ein DJ, der da noch auflegt. Ich habe mir sagen lassen, es ist Open End, also wenn Sie heute noch tanzen wollen, dann ist das die Gelegenheit. Vielen Dank und viel Spaß im Konzert.